Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um das Nahanni-Tal bzw. den Nahanni-Nationalpark, welcher sich im nordwestlichen Kanada befindet. Das Nahanni-Tal ist ein überwiegend unberührtes und auch zu guten Teilen unerforschtes Land, um welches sich allerhand Legenden ranken. Von verborgenen Schätzen ist dabei die Rede, sowie auch von antiken Artefakten. Manche sagen sogar, dass diese Region so einzigartig ist, dass sie gar nicht in unsere Welt zu passen scheint und folglich vielleicht das Tor zu einer ganz anderen Welt ist. Ein solcher Ort müsste natürlich faszinierend für viele Menschen sein und eigentlich Tausende derselben jährlich dorthin locken. Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil, viele meiden es, sich auch nur in die Nähe des Nahanni-Tals zu begeben. Doch woran liegt das? Es gibt zwar die eben genannten schönen Legenden rund um das Nahanni-Tal, doch wirklich bekannt ist es wegen etwas gänzlich anderem, nämlich wegen einer Reihe ungeklärter Todesfälle. Durch diese bekam das Nahanni-Tal seinen recht unrühmlichen Beinamen das Tal der kopflosen Männer. Es begann alles im Jahr 1908. Zwei Männer namens Willie und Frank McLeod begaben sich auf die Reise in das Nahanni-Tal, um dort nach Gold zu suchen. Dabei verschwanden die beiden Männer spurlos. Es gab im Tal nicht die geringsten Anzeichen auf ihren Verbleib. Viele Monate später wurden die Leichen der beiden Männer schließlich in der Nähe der Virginia-Fälle gefunden. Das Kuriose war, dass den beiden Männern die Köpfe fehlten und auch unauffindbar blieben. Der nächste bekannte Fall ereignete sich 9 Jahre später. 1917 reiste der Goldsucher Martin Jorgensen in das Nahanni-Tal. Kurz darauf verlor man jeden Kontakt zu ihm und er blieb mehrere Wochen lang verschwunden. Schließlich fand man sein enthauptetes Skelett vor seiner bis auf die Grundmauern niedergebrannten Hütte. Zahlreiche weitere Berichte der Royal Canadian Mounted Police bestätigten in den nächsten Jahren ähnliche Todesfälle. Und eine ganze Reihe von Menschen verschwanden einfach spurlos, nachdem sie den Park betreten hatten. Es ist anzunehmen, dass sie dasselbe Schicksal erlitten wie die Enthaupteten, doch ihre Leichen wurden nie gefunden. Hinzu kamen unzählige Flugzeugabstürze von Privatfliegern, die auch heutzutage immer mal wieder vorkommen. Viele Menschen verbanden die mysteriösen Todesfälle mit der reichen Folklore der Region. So erzählen Geschichten, dass das Nahanni-Tal ein von Magie durchtränkter Ort ist, in welchem einst mystische Kreaturen oder sogar Elfen lebten, die sich später jedoch in eine andere Welt zurückzogen. Etwas greifbarer ist jedoch ein seltsamer Fall, der sich einige Jahre vor den ersten enthaupteten Opfern zugetragen hat. Der indigene Naha-Stamm, der eine große Präsenz in der Region hatte, verschwand von einem auf den anderen Tag spurlos. Und bis heute gibt es keine Anzeichen dafür, wohin sie einst verschwunden sind. Der Dene-Stamm wiederum warnt auch heutzutage Besucher davor, das Nahanni-Tal zu erkunden, da dort eine böse Präsenz herrsche. In den letzten Jahren kam es zu einigen vermissten Fällen im Tal, jedoch wurden seit geraumer Zeit keine enthaupteten Leichen mehr gefunden. Heutzutage wird immer mal wieder über seltsame Lichter berichtet, die man aus der Ferne über dem Nahanni-Tal sehen soll. Außerdem konnte das Nahanni-Tal auch die Aufmerksamkeit von Kryptozoologen auf sich ziehen. Denn dort soll der sogenannte Amphizyonidae, ein monströser Bärenhund, sein Unwesen treiben. Alles in allem ist es ein Fakt, dass dort einst mehrere enthauptete Männer gefunden wurden. Was die Ursache dafür war und ob es in Zukunft nicht wieder zu so etwas kommen könnte, bleibt dabei gänzlich offen.
Und ob die vermissten Personen unserer Zeit auch dort enthauptet wurden oder ob ihnen ein anderes Schicksal widerfahren ist, lässt sich leider ebenfalls nicht beantworten. Nun sagt mir, kanntet ihr das Nahanni-Tal bereits? War jemand von euch vielleicht sogar schon einmal dort? Was haltet ihr allgemein von solchen vermeintlich verfluchten Orten, in denen Leute spurlos verschwanden oder gar auf grausame Weise getötet wurden? Schreibt gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.